Herzlich willkommen zurück bei Of Orcs and Men. Wir versuchen uns hier gerade durch einen ganzen Pulk an Leuten. Ah, sie haben uns erreicht! Sie haben uns gesehen! Verdammt, ich bin ausgewichen. Und guckt, wer da steht und wartet. So, wir gehen mal hier schön. Die Mutter der Klagen, die bleibt nochmal da hinten. Das ist ja auch gar nicht so schlecht. Dann können wir hier nochmal mit dem Rüstungsbrecher draufgehen und auf die gleiche Lady. Die muss als Erste dran laufen. Zack, Rüstung beschädigt und weg war sie. Das hat ja, diese Kombination hat ja schon am Anfang hervorragend funktioniert. Deshalb machen wir das jetzt hier gleich auch nochmal. So, zack. Oh, oh, oh. Die hat tatsächlich irgendwie hat das geschafft auszuweichen oder so. Aber das soll uns nicht stören. Wir gehen einfach nochmal mit einem Rüstungsbrecher drauf. Und hier mit einem starken Angriff. So, zack, eine weniger. Und das gleiche machen wir hier auch nochmal. Da bitte. Oh nein, hier, da drauf. So. Rüstung beschädigt. Und jetzt, komm. Akai, du schaffst es. Rums, weg ist sie. So, ich gehe mal hier mit Styx ein bisschen weiter weg. Akai nimmt sich mal bitte diese hier vor. Und zwar mit harten Angriffen. Beziehungsweise, nee. Der holt sich erstmal wieder ein bisschen. Was sollen wir hier machen? Entweder die Abwehr plus 20. Ne, wir machen erstmal Lebenspunkte und dann die hier. Und dann nochmal Lebenspunkte. Der müsste eigentlich genug an Wut haben, um das hinkriegen zu können. Und hier gehen wir mal schön mit unserem Fernkampfangriff drauf auf die Lanzenträgerin, weil die hat nicht mehr viel. Die ist weg. Und hier gehen wir dann mit unseren Konzentrationsangriffen drauf. Zack, zack. Ah, Akal ist, glaube ich, trotzdem wütend geworden. Da konnten wir nichts mehr machen. Sondern helfen wir halt einfach so aus der Ferne. Das geht ja auch. Und zack, weg. Damit hätten wir. Und was? Der Imperator muss sterben, Spex. Egal was ist. Okay, anders gefragt. Was machen wir mit den Diplomaten der Zwerge und Elfen, wenn sie bereits hier sind? Ich denke, wir sollten alle Zeugen beseitigen. Das ist ernst. Wir können keine Risiken eingehen. Wir sind im Krieg mit den Menschen, nicht den anderen. Tja, da hat er nicht ganz unrecht, der Arkeil. Andererseits sind Zeugen natürlich tatsächlich auch nicht das, was wir hier unbedingt brauchen bei unserer Meuchel- und Mörderaktion, die wir hier fahren. Mal gucken, ob es hier noch weitere Gegner gibt oder ob sie direkt in den Tempel geht. Es wird ja hier immer feierlicher. Schön gemacht, die Stufen hier. Das ist wieder sehr gut gemacht, ne? Die Animation vorher, also ich glaube, die Modeller haben ein großes Lob verdient hier insgesamt bei dem Spiel. Die Animatoren, die hätten nochmal so ein bisschen, bisschen mehr Skills auspacken können, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Inhalt wird gespeichert. Betritt den Tempel, neue Aufgabe. Das haben wir ja schon, fast hingekriegt. Hübsch sieht der aus. Und wir haben auch ein paar Gegner. Oh, eine glatzköpfige Mutter. Waren die anderen auch glatzköpfig? Ich habe es gar nicht richtig gesehen. Aber hübsch waren die jetzt gerade nicht, muss man ja mal sagen. So, zack. Meuchelmodus. Wir wollen erst mal so ein bisschen das Schlachtfeld clearen. Und das wird gar nicht so einfach. Die laufen alle hier kreuz und quer. Da hinten sehe ich jemanden, den ich ermorden könnte. Meucheln könnte. Ja, die hier müsste ich eigentlich hinkriegen, die zu meucheln. Und die andere auch. Jetzt kommt da gerade eine her, natürlich. Dankeschön. Und jetzt geht sie wieder. Sehr gut. Und zack. Schnell gemeuchelt. Blitz schnell, sodass keiner was mitbekommt. Oh, verdammt. Der Köter hat mich gesehen. Ich habe nur eine einzige weggemacht. Das ist natürlich nicht gut. So, ich gehe erstmal hier auf die Lanzenträgerin. Auch mit ihm.
mit harten Angriffen, weil die hat jetzt noch keine Rüstung geschädigt. So, jetzt nochmal. So, zack. Und jetzt bleibt mir hier mit Arkay nichts anderes übrig, als erstmal schön mit Rundumschlägen zu arbeiten und mit ihm hier nach und nach die Rüstungen wegzumachen. Schwester der Klagen. Sollen wir die angreifen oder eher die Mutter der Klagen? Ich glaube, das ist die Großschwester. Alter Schwede, die hat auch richtig viel Damage. Deshalb mache ich da mal Rüstung geschädigt. Sehr gut. Oh, das sieht nicht gut aus für Styx. Ich muss da raus, dringend. Oh, das war's schon mit Styx. Das ging schnell. So, Styx bitte wiederholen. Und wir machen mal hier den hier und dann Verteidigungsrundumschläge. Hoffentlich geht das gut hier. So. Mit ihm gehe ich mal raus. Ich glaube, der ist auch schon wütend. So, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, denn jetzt kann ich... Erstmal mache ich hier so richtig schön Lebenskonzentration, das hier. Boah, kriege ich da viel Schaden, das ist ja der Hammer. Tja, da hätte ich wohl besser meucheln sollen am Anfang. Letzten Spielstand laden. Das war zu leichtsinnig, wie ich da vorgegangen bin. Das kennen wir schon. Deshalb gehen wir direkt hier hin. Jetzt mache ich mal doch nochmal kurz Arkay so ein bisschen mit zurück, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob vorher nicht auch Arkay gesichtet worden ist. Denn die Frau da hinten, die hätte eigentlich, hätte ich die ohne weiteres umlegen können. So, versuchen wir das nochmal. Du drehst um. Jawohl, ja. Der Köter war vielleicht auch das Problem. War der das Problem? Probier's jetzt nochmal. Ah, das war viel zu nah. Viel zu nah. Oh, ich habe die nicht gesehen. Ich depp. Na gut, dann hilft das wohl alles nichts. So, die Mutter da. Die ist ja, das ist die Großschwester. Die ist sehr unangenehm, deshalb kriegt die jetzt direkt zwei von denen drauf. Und hier erstmal Chance zur Betäubung. Wieso habe ich da eigentlich immer noch nur 75%? Ich dachte, das hätte ich schon besser gemacht. Betäubt. Sehr gut. So, und jetzt kriegt die nämlich direkt den hier. Und mit Styx versuche ich nochmal abzuhauen. So, und werf da jetzt mal ein Bömmchen rein. Betäubt. Das sieht doch schon mal gut aus. So. Und damit das hier ein bisschen schneller geht, die Mutter der Klagen, die auch direkt nochmal mit einem Rüstungsbrecher drauf und hier mal mit ein paar Rundumangriffen. Rüstung beschädigt, sehr gut. Ah, die kontern immer so häufig, die Bitches. Ist halt wirklich unangenehm. Die Mutter der Klagen hier. Boah, muss mit Styx unbedingt wieder weg hier. Die machen hier viel zu viel Schaden. War schon geschehen. Und jetzt ist er wieder sauer und ich kann nur zugucken. Und das wird er nicht hinkriegen. Guck mal, wie viel die Schaden machen. Das ist der Hammer. Bam! Aber das sieht nochmal ganz cool aus. Und damit war es auch wieder um ihn geschehen. Dammit! Ich muss echt mehr meucheln am Anfang. Das sind zu viele. So. Ja, ja, ja. Kenn ich schon. Will ich ihn nochmal sehen. Jetzt versuchen wir es mal von der anderen Seite. Es muss ja da irgendwie so eine Taktiklösung auch geben. Hier ist auch immer so ein Köter, der da so mitkommt, ne? Köter ist jetzt noch auf der anderen Seite. So, das wird die erste Schwester sein, wenn das klappt. Sehr gut, es hat geklappt. Der Köter kommt hier entlang, die Schwester kommt auch da entlang. Sind eigentlich hier oben auch noch welche? Ich kann nicht einfach ohne den Großen gehen. Würde ihm nicht gefallen. Ich sollte ihn holen. Köter. Nein!
wo geht denn der Köter hin? Aha. So, aber da müsste ich echt einige noch wegkriegen können. Und die nächste wird die sein, die jetzt gerade hier auf uns zuläuft. Ah, ist schon wieder sehr nah. Ah, haben wir uns gesehen, aber immerhin, wir haben zwei weniger. So, und diesmal, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich glaube, ich gehe auf die Großschwester mit dem Rüstungsbrecher. Und mit Arkal gehe ich sofort auf den Köter, damit der wenigstens weg ist. Ach komm, der Köter kann doch nicht sowas ausweichen. Erzähl mir nichts. So, wenigstens der Köter weg. So, die Großschwester hat auch nur noch 5 Rüstungen, wie ihr seht. Schon mal gut. Und zack, zack. Die Großschwester ist echt übel. Ich glaube, oh nein. Das kann doch nicht angehen, ey. So. Hier. So, nicht das hier. Verteidigungsloslösungsschläge und mit Styx haue ich mal schön ab. Und holen wir mal hier so ein bisschen Lebensenergie wieder. So, das ist schon mal gut gewesen. Die können wir noch wegmachen gerade. Nicht mit dem hier. Mit dem hier. Oh, die ist auch weg. Dann holen wir uns hier noch mehr Lebensenergie wieder. Von der Großschwester. Wir haben ja schon wieder ganz voll. Das ist ja super. Zack. Zack. Stoppinger. Da möchte ich doch bitte erst unseren lieben Arkal wiederholen. So, sehr gut. Und dann hau ich ab. Alter, wie viel die Schaden machen. Das ist ja nicht mehr feierlich. Das heißt, es rennen. Und am besten mache ich mal direkt bei dem Köter noch Lebensentzug. Huhu. Komm, lauf, lauf, lauf. Alter! Was geht denn ab? Damn it! Ah. So viele Schwierigkeiten hatte ich noch nie an einer Stelle bei dem Spiel. Echt hart. Dass die Mutter ist? Ich weiß gar nicht, woran es liegt, ehrlich gesagt. So, verzupf dich. Ach komm, wer hat mich denn jetzt gesehen? Hat mich gar niemand gesehen. Verstehe ich nicht. Ich versuche es jetzt trotzdem nochmal in dem... Ich meine, jetzt habe ich gar niemanden umgebracht, ne? Rüstung geschädigt, immerhin. Und hier, der Köter ist schon... Hat schon wieder... Ist ausgewichen, oder was? Und Styx geht es schon wieder nicht gut. So... Die Mutter der Klagen. Du gibst echt Anlass zu klagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war's auch wieder mit Styx. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als hier den wieder zu beleben und dann mit Verteidigungsumschlägen um uns zu hauen. Und hier versuchen. Da kommt schon wieder einer auf mich zugerannt.
So, zack, 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 zack. Viel, viel, viel mehr. So, zack, die ist weg. Sehr gut. Oh, dem geht sogar richtig gut, unserem Arkeil. Das ist schon mal sehr gut. Dann werde ich jetzt mal hier kurz den Hund wegmachen. Jeder Gegner, der weg ist, ist ein guter Gegner. So. Und direkt nochmal mit unserem Schattending ein bisschen mehr Lebensenergie holen. Hervorragend. So, wieder eine weg. Wieder eine Schwester weg. So, es ist nur noch die Großschwester da. Komm schon. So, da ist er wieder. Wir gehen natürlich jetzt schnell mal auf die hier drauf, damit die auch ganz weg ist. Und zwar einfach mit dem hier. Und der Arkeil ist noch nicht ganz da, aber jetzt wieder da. So, paff. Jetzt kriegt er es aber richtig. Und diesmal habe ich keine einzige davon umgemeuchelt. Das verstehe auch, wer will. Aber egal, die Großschwester muss jetzt dran glauben. Oh Mann, weich nicht immer aus. Das gibt's doch gar nicht. Verdammte Schwestern. Puh, harter Kampf. Aber wir haben es doch noch geschafft. Und wir betreten den Tempel. Und ich nehme an, in der nächsten Folge sehen wir auch... Endlich bereit. Was? Du weißt, dass mein Auftrag abgeschlossen ist, ja? Ich sollte dich herbringen und das habe ich. Nun ist es deine Angelegenheit. Hör auf mit diesem Rakash-Kram. Ich weiß genau, dass du wissen willst, wie es endet, so wie ich. Ja, ja, aber bei deiner legendären Gewandtheit brauchst du jemanden, der auf dich aufpasst. Und wenn du drauf gehst, muss jemand den Job zu Ende bringen. Wir begannen zusammen und so beenden wir es auch. Hör mit dieser Ehre auf. Wenn wir das vermasseln, gibt es keine zweite Chance. Also, mach deinen Job und ich den meinen. Ja, ich werde eine Ablenkung starten und sterbe ehrenvoll. Und du tötest den Imperator und bist der Held der Geschichte. Genau, brillant. Ich liebe es. Hahaha, bist in Ordnung, Styx. Vielleicht werden deine Träume wahr. Immerhin warst du einst ein Ork. Ja, ja. Und du bist stolz, mich gekannt zu haben und so weiter. Ich habe eigentlich nicht vor, hier zu sterben. Los jetzt! Na, das, was uns erwartet, das wollte ich sagen, das sehen wir natürlich in der nächsten Folge. Bis dahin, Freunde. Tschüss.